Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hi Toni. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir werden heute in dieser Folge erstmal unsere Anlage erweitern. Dazu war ich letztens einkaufen. Und ja, was soll ich sagen? Der LKW ist voll, ihr seht es. Ich bin gerade auf dem Weg zurück. Und damit sage ich nochmal herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Gut, dann packen wir mal aus, was wir hier so Schönes dabei haben. Unter anderem haben wir hier einen Zerkleinerer dabei. Wir haben verschiedene Systeme dabei, die den Wasserdruck erhöhen, die das Wasser filtern und die, die den Druck anzeigen. Genau. Dann natürlich Förderbänder. Wir lieben Förderbänder. Und deswegen brauche ich auch als nächstes meinen Hammer, denn ich will hier mal was wechseln. Das ist nicht der Hammer. Wo ist der Hammer? Hier ist der Hammer. Ich möchte nämlich gerne etwas wechseln. Und dazu muss ich im Endeffekt dieses Teil hier einmal abbauen. Und den setzen wir hier hin. Und das Rohr drehe ich erstmal zu. So. Damit habe ich jetzt hier wieder einen Zentrierer. Den benötigen wir noch. Und mit dem Hammer mache ich das erstmal wieder fest. Gut. Okay. Dann als nächsten Schritt. Hier haben wir Senkrechtförderer. Senkrecht? Sind das Senkrechtförderer? Mal gucken. Wie nennt sich auch nicht, wo ist es hin? Hab's doch gerade noch gehabt. Muss man gleich nochmal gucken. So, da kommt das nächste Monstrum. Ach, vertikales Förderband war das, genau. So, irgendwo hatte ich jetzt aber noch eins. Ein schönes Regal. Und da ist noch unser Geld. Okay. Jetzt will ich mal gucken. Ah, hier ist es genau. 1, 2 und 3. Perfekt. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wie fangen wir an. Das hier ist der Goliath-Bohrer. Da müssen wir mal gucken, wo wir den jetzt am besten hin platzieren. Theoretisch gesehen hätte ich den auch ganz gerne nach unten gesetzt. Ungefähr vielleicht die gleiche Höhe wie er hier. Ich weiß nur nicht, wie das Ding jetzt an sich funktioniert und wo dann die Sachen herauskommen. Das müssen wir halt auch mal kontrollieren. Ich würde sagen, dazu platziere ich den mal hier hin. Ah, okay. So geht der. Alles klar. Also wir müssen den auf jeden Fall mal mit der Form. Ich würde das vielleicht, wenn es geht, auch daneben setzen wollen. Das wäre dann praktisch so. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Sollen wir die Rohre vielleicht hier rumlegen? Dann kommen wir da, glaube ich, besser hin, ne? Ah, habe ich das Gerät auch wieder falsch platziert, sehe ich gerade. Deswegen nochmal drehen. Das wäre so der Fall. Okay, das müsste da nochmal mit dem T-Stück verbunden werden. Dann würde ich das vielleicht auch so setzen und dann die Leitung hier nach hinten führen. Gut, okay. Also, was brauchen wir denn als nächstes? Wir brauchen jetzt hier erstmal Platz. Zentrales Förderband. Da. Dann würde ich das nämlich hier hinsetzen. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen bescheiden. Deswegen brauche ich meine Schaufel. Die ist hier.
Und mit der Schaufel schaufel ich mir das hier frei. Und hier vielleicht ans Fundament dran. Und ich werde mal eine Runde schlafen. Und dann sieht das Ganze doch wieder ein bisschen besser aus. Und ihr seht auch was. Und ich auch. Und dann würde ich hier das auf jeden Fall setzen wollen. Und dann kommt mal das dahin und das kommt dahin und das kommt dahin und das dahin. Da ist irgendwas in der Luft, das gefällt mir nicht. Das muss man mal gucken, wie wir das wegbekommen. So, genau. Geht doch. Geht alles. So, perfekt. Jetzt mal gucken, wir haben das hier. Oha, da ist was kaputt gegangen. Wo ist mein Werkzeugkit? So. Ja, darauf müssen wir halt jetzt auch achten und deswegen ist es wichtig, dass unsere Maschine läuft, damit wir auch entsprechend verdienen. Gut, das bedeutet, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen Erde weggraben, damit wir hier das nächste Förderband setzen können. Das müsste nämlich so sein. Brauchen wir nicht weggraben, kann auch so bleiben, theoretisch. Okay, cool. Schick, schick, schick. Jetzt ist die Frage, komme ich von der Höhe dann hin? Also nicht. Weil ich habe ja hier die Rohre. Wenn ich aber die Rohre da rumlege, komplett, dann müsste ich auch da hinkommen. Ja. Das funktioniert. Dann machen wir mal Folgendes. Wir schalten mal die Maschine aus, sonst fliegt das hier alles nicht in die Luft, aber es verstopft dann. Das wäre unschön. Weil wir werden jetzt mal hier alles ein bisschen umändern müssen. So, das bedeutet jetzt, wir brauchen hier jetzt dieses Stück. Das kommt da rüber. Das drehe ich mir erstmal. Ja, theoretisch. Muss das dann so? Warte mal, da brauche ich doch das Rohr gar nicht mehr. Ich schalte mal den Ernter aus. Weil theoretisch, wenn ich das richtig sehe, wird das doch da betrieben, oder? Nee, das Rohr anscheinend muss. Ah, weil das Rohr dann dahin geht. Ja doch, stimmt. Gut, warte mal. Wir machen das mal erstmal wieder aus. Und wir schauen mal. So, da kommt das Rohr dran. Das kommt dahin. Das T-Stück müsste so hin. Das wird verbunden. Da muss hier die Erde weg. Die Erde muss weg. Zack. 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 Dann das Rohr. Dahin. So, dann brauche ich da wieder ein Rohr und das muss da verbunden werden. Das heißt, wo war der Hammer? Der Hammer war hier.
So, dann kommt das weg, dann kommt das da drauf. Das kommt dahin. So, jetzt brauche ich da auf jeden Fall wieder ein weiteres T-Stück. Und wir brauchen hier ein paar Gerade. Also zwei in dem Fall. Aber wir haben ja hier noch unsere anderen, dann können wir die theoretisch auch verändern. Das ist der Wasserfilter. Der Wasserfilter. Der Wasserfilter. Der Wasserfilter, der Wasserfiltert. Und danach der Druck, würde ich sagen. Also bringen wir das mal hier vorne an. So, das. Das. Dann auf jeden Fall erstmal unseren Hammer. Vielleicht machen wir dann auch hier mal irgendwie so eine Art Weg, damit wir hier auch besser hinlaufen können. Das wäre auf jeden Fall auch cool. So, die drei erstmal für den Moment her rausnehmen. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass wir hier das Zwischenventil haben. Da würde ich es ganz gerne auch wie folgt ändern. So, dann machen wir das Ventil jetzt hier hin. Dann habe ich da jetzt das Absperrventil. Als nächstes brauchen wir den Wasserrohr fördert und filtert Wasser um 20%. Verringert den Wasserdruck um 2%. Nimmt Schaden. Wasserrohrfilter fördert und filtert Wasser um 20%. Also 20% werden gefördert. Das ist schon mal besser als nichts. So. Dann wird hier der Druck entsprechend angesetzt. Und wir schalten hier unser Barometer dazwischen. So, sollte funktionieren. Ja. So, dann mal kurz meinen Hammer. Und ich mache das mal fest, damit wir das hier nicht immer alles lösen. Und dann machen wir hier die Klappe nämlich auf. Schnappen wir uns mal hier so einen Crystal. Und legen den praktisch da rein. Da ist die Frage, ob wir auch mehr reinlegen können. Und dann bringt das jetzt noch nicht gar so viele Punkte, wie ich sehe. Ist halt die Frage. Ach, der Kristall ist ja schon wieder verschwunden. Ja, lol. Würde ich doch mal was ausprobieren wollen. Ob das funktioniert? Ich weiß es gar nicht. Ich will es mal noch weglegen. Also es hat auf jeden Fall irgendwas gemacht. Wäre lustig, wenn ich den einmal da drin liegen lassen könnte.
Nein, ja, genau, das, gut. Das hat nicht ganz geklappt. Ah, wo ist denn unser Magneto-Stick? Den habe ich hier hinten. So, schauen, ob ich mir den auch Kristalle aufnehmen kann. Ja, kann ich. Sehr gut. Weil die Frage halt. Wenn ich das jetzt alles da reinbuxiere, ist halt die Frage, ob das denn auch geht. Also ist es zumindest drin. Also ja, funktioniert. Dann wissen wir doch, wie wir das in Zukunft machen werden. Ach, da ist ja noch ein Goldnagel dabei. Ah nein, jetzt lese ich es ja wieder raus. Ich bin ja ein Held. Gut, ich wollte doch den Klumpen da drin lassen. So, finde ich jetzt das Goldnagel noch dazwischen? Ja, hier. Und zu. Gut, okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt kaufen wir noch schnell die Rohre, die wir benötigen. Ne, brauchen wir nicht kaufen, weil wir haben ja hier welche. Aber das Falsche. Und dann das. Das Geld mitnehmen. Dann benötigen wir noch so ein Teestück. Und dann müssen wir das theoretisch nur hier dran bauen. Und wir müssten alles haben. Halt, da fehlt auch noch was. Ah ne, das wird ja wahrscheinlich nicht benötigt. Stimmt. Das wird ja wahrscheinlich nicht weiter benötigt. Das heißt, wo ist jetzt der Poppel hin? Ah, da ist der Poppel. Dann kann die Leitung wahrscheinlich abmontiert werden, komplett. Ach, da hätte ich ja da das T-Stück gehabt. Ja, stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Gut. Dann würde ich sagen, bevor es jetzt in die nächste Folge geht, schalten wir mal das ganze Prinzip ein. Denn ich glaube, darauf haben wir ja alle gewartet, ob das hier erstmal so entsprechend funktioniert. Der Coolhead ist noch nicht dran, aber ich will erstmal wissen, ob dieses Förderband funktioniert. Warte mal, nee, wenn man das anders, wir schalten es noch nicht ein, weil die Erntemaschine ist ja noch nicht dran, so rum. Ich will nur wissen, ob wir genug Wasserdruck haben, beziehungsweise ob mein Prinzip funktioniert. Ob sich hier auch alles bewegt oder auch nicht. Ich komme da nicht dran, also muss ich hier doch die Schaufel nehmen. So, dreht sich's? Im Moment dreht sich's noch nicht. Irgendwo habe ich wahrscheinlich wieder einen Stöpsel drin. Aber eigentlich nicht. Kommt denn da Wasser an? Ich würde mal behaupten, da kommt kein Wasser. Warum kommt denn da? Warte mal, weil ich das auch zugedreht habe, ne? Ja,
Genau, ich hatte es zugedreht. Das war der Fehler. So, und dann plätschert es jetzt hier. Sehr gut. Dann muss jetzt hier die... Achso, das stimmt, das muss ja noch eins weiter nach oben. Dann würde ich sagen, werden wir das bei der nächsten Folge weiter komplementieren. Wir müssen also das alles noch eins weiter nach drüben bringen, sehe ich gerade. Okay, gut. Machen wir. In dem Sinne, sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Hydronia. Und dann werden wir sicherlich in der nächsten Folge auch unsere zweite Erntemaschine ans Netz bringen. In dem Sinne, alles Liebe und bis dann. Tschüss. Bye, bye.